Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Bugtales. Bug Fables? Bug Fables. Nicht Bugs Fable, sondern Bug Fables. Ich werde das bestimmt noch ein paar Mal falsch sagen. Wir sind gerade auf jeden Fall auf dem Weg nach Schlangenmund, beziehungsweise sind wir jetzt im Schlangenmund drinnen. Und ich hoffe, mein neuer Monitor verdeckt jetzt hier nichts. Ja, natürlich verdeckt er was. Ihr müsst wissen, ich habe einen neuen Monitor, ja. Und oben links, weil ich noch nicht weiß, ob ich diesen Monitor behalten will, ist so eine Abdeckung. Und die will ich nicht abmachen, falls ich den Monitor zurückschicken muss, damit die Leute nicht wissen, dass ich ihn schon gebraucht habe. Ja, ja. Na, weil dem auch sei, wir sagen gerade so, hier ist nicht viel Licht drin. Dieser Raum ist... dieser Raum ist sehr still. Mann, Kabu, musst du wirklich alles Mögliche kommentieren? Es tut mir leid. Ach, guck doch nicht so traurig. Was ist damit? Ich werde dich einfach fragen, wenn ich was wissen will. Ist das gut? Na gut, dann machen wir das so. Cool, na dann lass losgehen. Okay, so, damit hat schon mal Vi, genau, Vi hieß die, ist jetzt auch schon wieder 2 Tage her, seit ich das letztes Mal angehabt hatte. Vi hat jetzt erstmal klargestellt, dass wir hier nicht so viel Wissen haben wollen von Kabu, weil... Aua, oh, der kann mich als erstes angreifen, das ist natürlich nicht so cool. Story ist böse und gemein. Ich sehe meine Leben jetzt nicht. Dieses Teil vom Monitor ist genau da drüber, genau über beide Lebensanzeigen. Das ist ein bisschen doof, das ist auf jeden Fall ein neuer Gegner und wir wissen, was wir bei neuen Gegnern machen. Wir gucken erstmal, was das für ein Gegner ist. Okay, great, awesome. Hat auf jeden Fall funktioniert. Ein Inichas. Sieht aus wie ein, wie eine Kellerasse mit Stacheln eventuell. Ja, irgendwie sowas. Ein Spiky Pillbug. Okay, warte, ich google kurz extra für euch, was ein Pillbug ist. Ist tatsächlich eine Kellerasse. Nice. Google-Übersetzer wusste das by the way nicht. So, er hat 3 HP und 2 Defense. Was heißt denn Defense, Leute? Und er kann sich bestimmt auch zusammenrollen, wenn er Schaden erleidet oder so. Und er brumm, los, auf den Rücken mit dir. Okay, so. Was? Ah, er hat sich einfach auch sofort umgedreht. Was ist das denn für ein Scheiß? Okay, also wir müssen als erstes auf jeden Fall mit Kabu dann angreifen, weil anscheinend kann er sich so schnell wieder auf die Beine duddeln, dass das sonst nichts wird. Ja, okay, jetzt ist er sowieso schon tot. Alles klar, aber sonst, wir müssen mit Kabu als erstes angreifen. Dann glaube ich, wechseln wir lieber zu Kabu in dieser Höhle, weil ich gehe mal davon aus, dass es hier noch mehr von diesen Viechern gibt. Das ist schon mal witzig hier. Okay, da statt nur, dass einige Gegner, Armor haben, also Rüstung, und man die dann umherflippen muss, um sie ordentlich anzugreifen. Rush, haben wir hier eine Brücke, die kaputt ist. Wie sollen wir da rüberkommen? Tja, das war's wohl. Game over. Lass wieder zurückgehen. Nein, Vi. Warte. So früh können wir nicht aufgeben. Es muss einen Weg geben. Ach was, ich hab doch nur Spaß gemacht. Guck mal hier. Der scheint ein Schalter zu sein. Wir sollten ihn benutzen. Ah, jetzt lernen wir wahrscheinlich, dass Vi ihren Boomerang schmeißen kann, genau. Zeig, was du drauf hast. Spin it and win it. Let it rip. Oh, Leute, habt ihr früher... Oder spielt ihr immer noch? Kann ja auch sein. Beyblade? Ich fand Beyblade richtig cool früher. Das war der Shit. Immer vor der Schule nochmal eine Beyblade-Runde. Das war richtig krass, Leute. Ja, ich hatte so einen richtigen Beyblade. Die Beyblades, die man heute kaufen kann, die sind ja alle doof. Ah, die greift mich immer als erstes an hier. Weil bei den Beyblades früher, da konnte man auch noch... Oh, bin ich schon fast tot? Wieso guckt sie so doof? Bei den Beyblades früher, da konnte man auch noch alles Mögliche anpassen vom Gewicht und sowas. Und das war natürlich sehr, sehr wichtig, dass man das Gewicht angepasst hat. Und auch, wie scharf die Kanten von deinem Beyblade sind, damit du den anderen Beyblade auch zerstören kannst. Und dann musstest du abwägen, ob du jetzt lieber lange spinnen möchtest oder lieber den anderen Beyblade aus der Bahn wirfst und sowas. Ja, ja, das waren harte Zeiten als Kind. Wenn du dann nicht gut gebeybladet hast, dann haben dich ja alle anderen Kinder ausgelacht. Das war natürlich nicht so cool. So, wie viel Leben hat das Viech? Okay. Ich bin so gespannt, was wir mit Level 2 bekommen. Also wie man sich da hier jetzt genau auflevelt. Und ich denke mal, ich werde hier angeschrieben. Oh, das bringt nichts. Bei diesem Düdel-Düdel-Düdel, was in meinem Spiel kommt. Also das kommt wirklich nicht viel. Das ist jetzt nicht euer Handy oder eure Switch, die kein Strom mehr hat oder so. Verlass diesen Ort! So viele Leute sind schon gefallen, weil sie reich werden wollten. Lass uns schnell die Schätze hier finden, damit keiner mehr diesen Torturen standhalten muss. Ich werde das für sie tun. Wie löblich von dir, Kabu, wie löblich. Er nimmt die Schätze, damit die anderen sie nicht mehr suchen müssen und diesen Torturen hier auflauern. Ich krieg das nicht hin, den anzugreifen. Scheiße, greifen die jetzt beide an? Das wäre ja richtig böse. Nee, nur einer, okay. Aber alles kein Problem, die habe ich doch weggesnackt wie sonst was. Mit dem nächsten Kampf werden wir tatsächlich mal ein Level abbekommen. Das wird geil, Leute. Was ist das? Ein Honigdrop, der 5 TP tatsächlich wiederherstellt. TP sind diese... Ups. TP sind diese Blumen, die wir brauchen.
um alles Mögliche zu machen. Hier ist ein Sprungpad, aha. Und da geht's anscheinend weiter, deswegen... Hui! Was haben wir hier? Oh, da ist doch bestimmt was versteckt. Wei, kannst du da was machen? Hua! Nee, kannst du dann vielleicht den... Oh! Okay, hat das was gebracht? Brauchen wir das Ding? Wir brauchen das Ding garantiert. Scheint eine Sackgasse zu sein. Nein, das glaube ich nicht. Okay, wenn du meinst, vielleicht können wir irgendwas mit dem Stein machen. Ja, vielleicht können wir irgendwas mit dem Stein machen. Da hast du vollkommen recht. Guck mal, hier ist noch ein Stein. Alter, zwei Steine und zwei Schalter. Was soll ich tun? Ich bin mir nicht so sicher. Ich weiß es halt wirklich... Ah, okay, das kann nur Kabu machen. Kabu ist ja also der starke Dude. Wei ist ein bisschen zu schwach, um hier Sachen kaputt zu machen. Hat das gelangt? Der Wei jetzt nicht wirklich drauf? Oh, und da öffnen wir das 1000 Jahre alte Tor. Und kriegen einen Pilz. Steine sind einfach weg. Alles klar. Ein Pilz? Was? Wir haben das alles gemacht, nur für diesen blöden Pilz. Jetzt ernsthaft? Das ist doch scheiße. Ich will nicht so ein Item haben. Wer hat diesen Ort designt? Ich werde sie in die Fresse stechen und alles hier abreißen. Ach komm schon, Wei. So schlimm ist es jetzt auch nicht. Lass uns den Pilz nehmen und nach Hause gehen. Ich mag Wei richtig, die ist so richtig... Keine Ahnung. Aufbrausend. Lässt sich von ihren Gefühlen sehr stark beeinflussen. Und das war's? Oh nein, jetzt stürzt hier alles ein, weil wir den Schatz mitgenommen haben, oder was? Oh, oder wir fallen einfach runter. Puh, das war knapp. Kabu, bist du okay? Ja, ich glaube, es geht mir gut. Das ist die perfekte Zeit, um nach Hause zu gehen. Ich mag diesen Ort nicht so gerne. Aber er ist mein Teammate. Werde das bereuen, aber okay. Ach, und jetzt geht das Tor auf, oder was? Jetzt, wo ich runtergefallen bin? Keine Eile, ich kann warten. Zum Glück hat dieser riesige Pilz meinen Fall abgestoppt. Ich hätte dich ja getragen, aber du bist wirklich schwer. Ey, ich bin nicht so schwer, wie ich aussehe. Na, wie dem auch sei, jetzt sind wir hier wirklich an den komischen Ort gefangen. Wir sollten irgendwie zurückkommen. Lass uns mal umschauen. Aber lass uns vorsichtig sein, okay? Du bist fast gestorben. Also, Wei könnte ja auch einfach so jetzt rausgehen, aber okay, sie lässt uns nicht in den Stich. Das rechne ich dir hoch an, Wei. Ein paar Kudos für dich. Also mindestens 3 Kudos für dich, damit das schon mal klar ist. Speichern! Ich finde es übrigens mega weird, dass sie Wei heißt, weil ein Champion in League of Legends heißt auch Wei. Na doch, die ist schon so ähnlich. Und da ist anscheinend unser drittes Crewmitglied. Ein Moment der Stille für diesen solidaren, gefallenen Abenteurer. Er schläft nur. Was? Er lebt ja noch! Schnell, wir müssen ihn befreien! Okay, ich werde den Bumerang benutzen. Wei, Achtung! Huch! Alla, richtig heldenhaft. Yo, ist das der erste Boss? Einfach eine Spinne? Kabu, wir müssen laufen! Die Schätze sind es nicht wert! Nein, Wei, das können wir nicht! Wir können diesen Abenteurer hier nicht alleine zurücklassen! Aber ich... Oh nein, Wei, verlass mich nicht! Wei läuft einfach weg! Als ob. Jetzt müssen wir alleine kämpfen. Oh boy. Und es sind lilane Blätter. Das heißt, das ist ein richtig krasser Dude. Wurden wir wenigstens aufgeheilt? Ach ja, wir wurden ja an diesen Stein aufgeheilt. Okay, hier, das sind wir auf jeden Fall ein Level up. Ich mach trotzdem... Ich kann ihn nicht gespinen. Es ist rot. Oh, als ob ich die Spinne nicht spinen kann. Okay, böse, böse. Aber wir setzen auf jeden Fall... Ah, der Torn bringt mir auch nichts. Kabu ist richtig unnötig. Scheiße. Also wenn Wei nicht gleich zurückkommt, während wir hier kämpfen, dann sieht das sehr, sehr schlecht aus. Und der kriegt einfach null Schaden. Alles klar, aber macht zum Glück auch... Eigentlich so gar keinen Schaden. Weil wir brauchen dich. Oder die Motte hilft uns. Ich finde übrigens diese Sounds so witzig. Dieses... Nice. Macht er einfach. Oh, er ist stärker, als es aussieht. Und er kann krasse Spinnweben machen. Oh nein, jetzt ist er zu weit oben. Mann, ich wünschte, Wei wäre hier. Toll, ich kann ihn nicht mehr angreifen. Jetzt kann ich aber gar nichts machen. Okay, dann do nothing. Block. Oh, ich kann ihn nicht besiegen. Oh no! Ich habe versagt! Bei den heiligen Kiefern der Königin, Wei! Du hast mich alleine zurückgelassen! Du bist eine Schandtat! Hey, ich wollte mich gerade entschuldigen! Und ich bin zurückgekommen, okay? Okay, hör zu, Wei, ich habe einen Plan! Wir greifen das Spinnnetz an, solange wir mit dieser Spinne hier kämpfen! Und dadurch befreien wir die Motte, nicht wahr? Genau das! Okay, let's do this! Dann kann Wei der wahrscheinlich aber auch keinen Schaden machen, oder? Okay, mal schauen. Ja, wir greifen einfach das Web an. Das ist eine sehr gute Idee, Kabu. Du bist ein sehr schlauer Bube. Und... Ach, guck mal, sie kann aber sogar die Spinne angreifen, wenn wir wollen. Ist die Frage, ob ich jetzt beides überhaupt muss. Ich greife trotzdem mal die Spinne an. Nur um zu gucken, was passiert. Sie fällt runter. Okay, immerhin. Das ist aber schlecht für mich, oder? Weil wenn sie in der Luft ist,
Nein, das kann ich auch nur sie angreifen. Okay, das war dumm. Ich glaube, das war sehr dumm. Weil, wenn sie da ihr Spinnen-Move gemacht hat, da hat sie ja dann nur so eine Attacke gemacht, die mir gar keinen Schaden macht. Toll, und jetzt kann ich nur sie angreifen. Das ist ja richtig dumm jetzt. Klick. Nice. Okay, es wird Zeit für den Tornado-Toss des Todes. Zack, zack. Awesome. Unbelievable. Langt das schon? Nice. Bis dann, du fiese kleine Spinne. Kabu, lass uns gehen. Ja. Lass uns in Ruhe, du Monster. Zack. Kabu ist cool. Beide sind cool. Kabu ist so der Held, Vi ist so richtig emotionsgesteuert. Ich bin gespannt, was jetzt der dritte für ein Typ ist. Puh, ein Glück war sie zu fett, um hier reinzukommen. Ach, und Kabu, tut mir leid, dass ich weggelaufen bin. Ah, ist schon okay. Dir sei verziehen, Vi. Hat auch lang genug gedauert, dass du das einsiehst. Die meisten Leute hätten geweint vor Glück, dass ich sie gerettet habe. Was immer du sagst, Vi. Naja, lass uns jetzt diese Motte angucken. Hallo, Motte. Geht sie gut? Schüdel, schüdel. Huch! Ah, er ist wach. Was? Hey, bist du in Ordnung? Wie geht's deinem Kopf? Bricht die Motte vielleicht in einem anderen Akzent? Vielleicht gehört dazu einer anderen Rasse. Ich kann insektnisch reden. Backnisch. Oh, was ein Glück. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Wo sind wir? Wo ist die Spinne? Naja, das war so und so. Dann ist das und das passiert. Und dann haben wir das und das gemacht. Und dann war da dieses Spinnenweben. Ja, ist dem so? Tja, dann glaube ich, schulde ich dir mein Leben, Vi. Ernsthaft? Bist du auch ein Abenteurer, der hier nach Schatzen sucht? Ich heiße Life. Und ja, ich habe hier nach Schatzen gesucht. Naja, eigentlich wollte ich nach einer Mission Ausschau halten. Du kannst wirklich von Glück reden, dass du noch lebst, weißt du? Hast du denn irgendwas herausfinden können? Über ein Artefakt oder so? Ein Artefakt? Wenn hier eines wäre, dann müssten wir ziemlich nah dran sein. Okay, wenn wir zusammenarbeiten, dann sollten wir es finden. Und den Ausgang. Na gut, ich werde mit euch gehen. Kannst du denn kämpfen? Nein. Ich bin erst für Scouting da. Echt jetzt? Du kannst nicht mal kämpfen? Okay, wir haben genug geredet. Lass uns den Ausgang suchen. Das ist eine gute Idee, Vi. Gut, mit diesem Endfight etc. würde ich aber sagen, was ist dann noch mit dieser Folge? Ist sehr viel Text, gell? Ich hoffe, das wird in Zukunft ein bisschen weniger. Und ja, ob wir den Ausgang finden von Schlangenmund, werden wir dann in der nächsten Folge sehen.